Wahrheit. Wir alle spüren, dieser Mann hätte keine Haaranalyse machen sollen. Leute, seid ihr eigentlich alle ab vom Weltlichen? Wisst ihr überhaupt nicht mehr, wie Leben funktioniert? Wo Leben sich überhaupt abspielt? Naja, wir schon, Christoph, ehrlich. Denn wir alle wissen, was das ist, was dabei herauskam. Eine menschliche Tragödie. Eine menschliche Tragödie. Genau. Aber als ob eine so eine Scheiß-Tragödie nicht reichen würde, haben wir auch schon die nächste. Unfassbar. Sehen Sie selbst. Herr Beckenbauer, ist da was dran? Sind Sie also tatsächlich auch krank? Ja gut, ich meine, ich bitte Sie, ich kann es jetzt zugeben, ich nehme das Zeug seit Jahren zusammen mit meiner Frau. Ich war immer schon eine schillernde Figur. Ich meine, es muss ja jeder selber wissen, was er mit seinem Körper anzufangen weiß oder vermag oder was sein Körper aushält. Ich habe alles durchprobiert, also ich weiß, was guter Stoff ist. Das darf doch nicht wahr sein. Franz Beckenbauer, haben Sie denn überhaupt keine Bedenken in Bezug auf Ihre Vorbildfunktion, gerade für die Jugend? Sie scheinen das Zeug ja ganz offen mit der Familie zu konsumieren. Schämen Sie sich nicht? Nein, an und für sich nicht. Also wir sind hier in einer sehr lustigen und gemütlichen Runde, so wie das üblich ist. Mit der ganzen Familie also? Ja gut, ich meine, ich bitte Sie, wenn der Papa Zeugs mitbringt, dann sollen alle was davon haben, auch Kinder und Frau. Ich war immer schon eine schillernde Figur. Machen wir hier mal Schluss. Dankeschön, Franz Beckenbauer. Gute Nacht, Deutschland. Das war's dann wohl endgültig mit Fußball.